Hey, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Falls dir nicht so gut geht, wird's dir nach diesem Video auf jeden Fall viel, viel besser gehen. Ich bin gerade in einer Großstadt, Digga, in Innsbruck, Buddy, weit weg von der Heimat, weil ich habe einen Termin gehabt mit meinem Anwalt. Weil es geht nicht um das, es geht darum, in diesem Video ganz schnell, kurz und knapp, aber auch so, dass du es verstehst. Bro, das ist dein Leben, Mann. Okay, du entscheidest in deinem Leben, Bro. Okay? Und manchmal kannst du dir selber auch was erlauben. Okay? Manchmal kannst du dir selber wirklich auch was erlauben. Nicht mal manchmal. Wenn du selber eine Entscheidung triffst, worüber du schon lange nachgedacht hast oder sonst irgendwas, du triffst die Entscheidung und sagst, passt, Digga, das wird passieren. Dann wird auch genau das passieren, Bro. Okay? Jetzt machen wir nichts Kompliziertes drauf. Scheiß auf diese ganzen Techniken und das alles, was ich immer gesagt habe, Bro. Ganz einfach. Wenn du etwas willst, dann triffst du die Entscheidung, dass du es bekommst. Oder dass du das erreichst. Oder sonst irgendwas. Egal was. Wenn es etwas ist, was von deinem Herzen kommt, Bro, dann wirst du es immer bekommen. Du wirst alles kriegen, was du willst, Bro. Solange der Wunsch von deinem Herzen ist, solange es deine Seele will, Bro. Nicht dein Ego. Okay? Wenn du jetzt zum Beispiel aber so denkst, Alter, ich will unbedingt Weiber ficken. Ich will unbedingt Weiber ficken. Ich will unbedingt Weiber ficken. Oder ich will unbedingt reich werden, Alter. Ich will das Geld, ich will die Bitches und so. Ich will das. Ja, fix, Emi hat gesagt, ich krieg, was ich will und so. Fix, Bro. Ich schwör, jetzt kann ich mir jetzt, ich will die ganzen Weiber ficken. Ich will das ganze Geld und so. Das ist was vom Ego. Zum Beispiel, das war jetzt nur ein Beispiel. Das ist was vom Ego. Und da kannst du lange drauf warten, bis du das vielleicht mal kriegst. Solange dein Wunsch, also dein Wille, deine Entscheidung von deinem Herzen kommt, dann wirst du diese Entscheidung auch komplett machen, Bro. Dann wirst du auch komplett durchziehen damit, Bro. Ich schwör, du wirst es erreichen. Egal was, egal was, egal was, Bro. Das ist ja so. Wenn du dich im Leben, zum Beispiel, du willst was oder du denkst über was nach, was du dir kaufen willst, sagen wir ein Trainingsgerät, als erstes denkst du drüber nach. Und dann triffst du die Entscheidung, warum kaufe ich mir das, warum will ich das überhaupt so? Du hast ja deine Gründe, warum du etwas willst. Und dann triffst du die Entscheidung, okay, fix, zack, ich kaufe mir das, ich bestelle mir das. Oder ich warte, bis ich mein Geld habe. Oder ich werde von irgendwo einfach Geld bekommen, damit ich mir das bestellen kann. Oder irgendjemand schenkt mir sowas. Oder es kann viele Wege kommen, wie du deine Manifestation bekommst. Aber am Ende des Tages wirst du sie immer bekommen. Also es ist nicht schlimm, okay? Es ist auch mal gut, sich etwas zu erlauben. Das ist dein Leben, das ist dein Playground jetzt gerade, Bro. Okay? Deshalb mach was draus. Erfüll dich einfach, Bro. Wenn du etwas willst, dann triff die Entscheidung, zack, du bekommst es und dann fühlst du dich gut. Lenk dich ab, mach was du willst, Bro. Das ist dein Leben, Mann. Ich gebe dir nur Tipps, wie du dein Leben besser nutzen kannst, Mann. Wie du irgendwie ein Upgrade bekommst, Bro. Weil alles ist ein Upgrade, okay? Alles entwickelt sich. Diese Pflanzen bleiben ja nicht immer klein, oder? Die wachsen auch weiter. Die entwickeln sich auch, Bro. Alles ist eine Evolution. Wir entwickeln uns auch. Und wir können Upgrades haben, Bro. Okay? Und ich glaube, das war's mit dem Video. Kurzes, knappes Video. Und ja, Leute. Merkt euch das. Das ist dein Leben. Du kannst entscheiden. Du kannst machen. Peace out.